Nein, kannst du anders. Ja, schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier in der Hermann-Ehlers-Akademie, auch im Namen des Gesprächskreises Innenpolitik. Diese Veranstaltung kommt nämlich aus diesem Gesprächskreis Innenpolitik. Und in der ersten Begrüßungsrunde möchte ich auch ein paar Gäste hier in dem Raum begrüßen. Bevor ich das mache, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass diese Veranstaltung aufgezeichnet wird und auch im Internet live gestreamt wird. Bei YouTube, das sollten Sie wissen, wenn Sie dann im Anschluss Fragen stellen, das ist Ihr gutes Recht. Daher sollte ich diese Anmerkung nochmal im Vorfeld sein. Ich begrüße ganz herzlich im Publikum Mitglieder des Vorstandes der Hermann-Ehlers-Stiftung, Angelika Volkwarz, habe ich gesehen, schön, dass du da bist, und Frau Dr. Andresen, schön, dass Sie da sind. Aus der CDU-Landtagsfraktion begrüßen wir hier Frau Tschacher und Frau Röttger, schön, dass Sie da sind. Seitens der Bundeswehr, Herr Oberst Schneider vom Landeskommando Schleswig-Holstein, schön, dass Sie wieder da sind, eine besondere Ehre und Freude auch für uns. Von der Bundespolizei, Frau Eileen Lentsch, Leiterin der Bahnpolizeiabteilung, und seitens der Architekten begrüßen wir Herrn Christian Schmieder, Präsident Bund Deutscher Architekten Schleswig-Holstein, auch schön, dass Sie bei uns sind. Ebenso ist bei uns anwesend Herr Christian Stocks, Botschafter AD. Herr Dr. Stocks war eine Zeit lang in El Salvador. Ja, meine Damen und Herren, wir haben ein Thema: Innenstädte. Brauchen wir noch einen Marktplatz? Etwas provokant formuliert: Brauchen wir noch einen Marktplatz oder kann der weg? So provokant ist das Thema nicht. Es ist aber ein Thema, was mittlerweile in der Smalltalk-Ebene angekommen ist. Jeder möchte sich zum Thema Innenstädte äußern, jemand meint dazu etwas zu wissen. Und so habe ich mich gefragt, wie beginne ich diese Veranstaltung? Beginne ich dir eher provokant mit einer Karikatur, mit der Locktown? Das ist eine Karikatur, die Sie sicherlich auch im wirklichen Leben schon einmal gesehen haben oder auch nicht. Aber darauf kommen wir später noch einmal zurück. Ich habe mir nämlich gedacht, beginnst du doch diesen Abend etwas unkonventionell. Und ich habe überlegt, wie man das machen könnte. Statistiken, das kommt alles gleich. Die Experten sitzen hier, die kommen dann auch noch zu Wort. Und ich habe ein schönes Gedicht gefunden von Wolfgang Borchardt aus dem Jahr 1949. Und das möchte ich Ihnen einmal hier vortragen. Es ist das Gedicht Großstadt, weil es doch sehr viel auch das widerspiegelt, was wir heute hier thematisieren wollen. Ich beginne. Die Göttin Großstadt hat uns ausgespuckt in dieses wüste Meer von Stein. Wir haben ihren Atem eingeschluckt, dann ließ sie uns allein. Die Hure Großstadt hat uns zugeblinkt an ihren weichen und verderbten Armen. Sind wir durch Lust und Leid gehinkt und wollten kein Erbarmen. Die Mutter Großstadt ist uns mild und groß, und wenn wir leer und müde sind, nimmt sie uns in den grauen Schoß und ewig orgelt über uns der Wind. Ein Gedicht von Wolfgang Borchardt, was die Stadt, die Großstadt in ihrer ganzen Funktionalität auch nochmal widerspiegelt. Als Göttin, als Ruhe und als Mutter, und ein Thema, wie wir Städte aufnehmen als funktionaler Ort mit mehreren Funktionen vielleicht, fand ich das an dieser Stelle ganz passend, Ihnen einmal hier vorzustellen. Aber nun zu unserer Abendveranstaltung. Ich begrüße ganz herzlich Frau Dr. Sabine Süderlin-Waag, Ministerin für Inneres, ländliche Räume, Integration, Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein und auch zugleich, diese Fußnote müssen Sie mir erlauben, unsere Vorsitzende der Hermann-Ehlers-Stiftung. Genau. Frau Süderlin-Waag, Sie können, kommen Sie gerne auf die Bühne. Frau Süderlin-Waag wird sicherlich auf eine sehr frohe Botschaft aus Ihrem Hause aufmerksam machen. Wie Sie alle wissen, gibt es das Innenstadtprogramm des Landes Schleswig-Holstein, das bereits jetzt schon 36 Städten und Kommunen fördert. Und wir werden im Laufe der Veranstaltung auch nochmal darauf zurückkommen. Als zweiten Gast begrüße ich Herrn Alexander Blaschek, Vorstandsvorsitzender von Haus und Grund. Schön, dass Sie da sind.
Herr Blaschek war vor ein paar Tagen in Lissabon. Und ich habe mir mal deinen Instagram-Kanal angeschaut, was du dazu geschrieben hast. Und ich kannte Lissabon und Portugal eher so vom Fußball her, von Cristiano Ronaldo und mit spezieller Musik. Und dann habe ich ein Foto gesehen mit der Tramlinie 28 und da hast du geschrieben, ÖPNV muss Spaß machen, damit die Menschen dieses Verkehrsmittel gerne nutzen. Ich finde, das sollte man auch in Kiel bei der Planung mitbedenken. Das hast du geschrieben. Ja, das stimmt. Ich freue mich, wenn wir dann gleich im Gespräch darüber nochmal eingehen und du uns genau erklärst und beschreibst, was du damit meinst. Genau. Und als dritten Podiumsteilnehmer begrüßen wir Herrn Marc Ziertmann, geschäftsführendes Vorstandsmitglied, Städteverband Schleswig-Holstein. Lieber Herr Ziertmann, schön, dass Sie auch den Weg zu uns gefunden haben und dass Sie da sind. Herr Ziertmann, Sie sagen, die Städte waren immer schon vom Wandel betroffen. Und das haben wir auch in diesem Gedicht von 1949 schon mitbekommen. Sie waren immer schon vom Wandel betroffen. Und was man bei allen Transformationsprozessen nicht vergessen darf, dass immer noch der Faktor Mensch im Fokus steht. Und den Faktor Mensch wir ja nicht verändern können. Und auch bei den zukünftigen Entwicklungen und Prozessen, die die Städte erleben, mit Berüstigung finden sollten. So, meine Damen und Herren, das ist das Podium für heute Abend und hier sehen Sie ein Foto von einer Innenstadt, wie sie in vielen Städten in Deutschland auch zu sehen ist. Wenn man sich die Studie Zukunftsfeste Innenstädte aus dem letzten Jahr einmal anschaut, erkennt man ganz erschreckende Zahlen. Da wird gesprochen, dass der Einzelhandel um 14% zurückgeht, dass die Gastronomiebetriebe um 7% zurückgehen, dass die Frequenz der Besucher tagsüber um 10% zurückgehen. Das sind alles Eindrücke, die Sie alle teilen. Wenn Sie in Kiel sind oder in Lübeck oder in Flensburg, können Sie dieses Bild bestätigen. Zu viele Autos, zu wenig Grünflächen, leere Geschäfte oder öde Fußgängerzonen. Das sind alles Themen und Stichwörter, die uns da in den Sinn kommen und die uns begegnen, wenn wir über dieses Thema sprechen. Und wenn wir uns mal anschauen, wie die Passantenzahlen am Wochenende vor und nach der Ausgangsbeschränkung während des Coronavirus 2020 abgenommen hat, sehen wir das ganz erschreckend, vor allem in der Hansestadt Hamburg um -88%, in Leipzig die Heinstraße -87%. Und so können Sie das runterdeklinieren. Wir sehen also, dass die Innenstädte in Deutschland immer, immer weniger werden, beziehungsweise der Verkehr, ob das Passanten sind, immer weniger wird. Und bevor wir in die Diskussionsrunde einsteigen, möchte ich an das Podium ein paar Fragen stellen. Das Podium hat genau wie Sie ein Ja- und ein Nein-Schild. Sie sind später dran, erstmal ist das Podium dran. Es sind Ja und Nein. Es gilt nicht, wenn man beides hochhält. Das habe ich im Vorfeld gesagt. Das darf man nicht machen. Es kommt drauf an. Ja, oder nicht mein Bereich. Ne? Ja. Die Schilder habe ich mit Absicht nicht gedruckt. Die Frage an das Podium. Ich gehe regelmäßig auf den Wochenmarkt einkaufen. Ja oder nein? Wir kommentieren das erstmal nicht. Sie sind später dran. Ich bin regelmäßig zum Einkaufen in der Innenstadt. Aha. Frau Sütterlin-Wahr geht nicht so gern in die Innenstadt einkaufen. Ach so, aber nicht regelmäßig, ne? Ganz spannende Frage. Ich möchte mit dem Auto in die Innenstadt fahren. Nein, nein. Damit hätten wir auch die wichtigste Frage des Abends geklärt. Schön, dass Sie da waren. Nein. Letzte Frage. Die Corona-Pandemie hat mein Besuchsverhalten in der Innenstadt bzw. auf dem Marktplatz verändert. Können Sie dabei sich Veränderungen vorstellen? Nein, ist alles gleich geblieben. Okay, sehr schön. Bitte merken Sie sich die Antworten unserer Podiumsteilnehmer und kommen vielleicht in der Diskussion nochmal auf zurück. Ich fand vor allem die vorletzte Frage mit dem Auto ganz spannend. Und jetzt ist natürlich unfair, wenn wir immer hier performen, jetzt sind Sie auch dran. Genau, ich hoffe, Sie sitzen nicht drauf, ansonsten müssen Sie nochmal hoch. Das ist natürlich für uns natürlich eine schöne Rückmeldung, wie das Meinungsbild hier vor Ort ist.
Ich werde das dann auch etwas reflektieren, dass Sie so sehen, wer hier so geantwortet hat. Ich gehe in die Innenstadt, um Freunde oder Bekannte zu treffen. Machen Sie das? In Ihre Innenstadt, wo Sie wohnen. Genau, ja. Also ich würde sagen, die größte Mehrheit, ne, also so 80% sehe ich ein Nein. Um den Einzelhandel zu unterstützen, gehe ich ganz bewusst in die Innenstadt. Oh, sehr gut, sehr positiv. Nein, sind viel besser. Ja, Sie haben noch die Möglichkeit. Oder ich gehe in die Innenstadt, um digital bestellte Produkte abzuholen. Das machen wir nicht, nein. Da gibt es eins, zwei, die das machen, aber der Rest, der macht das nicht. Sehr spannend. Und Sie repräsentieren auch genau das, was Studien zeigen. Von daher sind Sie, ich will nicht sagen Durchschnitt, aber Sie sind schon da, wo man auch die Mehrheit sieht. Für viele Menschen hat sich der Anlass, in die Innenstadt zu gehen, auch geändert. Viele gehen in die Innenstadt, um Freunde zu treffen, sich mit der Familie zu treffen und den lokalen Einzelhandel zu unterstützen. Das hat ja auch diese kleine Umfrage hier gezeigt. Und diese Grafik, und das soll dann auch die letzte sein, finde ich auch ganz spannend. Sie zeigt nämlich, welche Aspekte bei den Innenstadtbesuchen sich während der Pandemie für wichtiger gehalten wurden. Und der dunkle Balken, das repräsentiert die Innenstadt, und der hellblaue Balken ist das Internet. Und da sehen wir ganz klar, dass das Thema Unterstützung der Händler aus der Region sich nicht verändert hat, also nach wie vor ein ausschlaggebender Grund ist, in die Innenstadt zu gehen. Aber auf der anderen Seite, Lieferservice haben große Konjunktur erhalten und wurden durch die Corona-Pandemie auch nochmal unterstützt. Das als kleinen Einstieg, um auch nochmal die Empirie hier zu Wort kommen zu lassen. Und wenn wir über Innenstädte und Marktplätze reden und ob wir das überhaupt noch alles brauchen oder ob das weg kann, geht es immer um das Thema öffentlicher Raum. Und bevor wir über dieses Thema sprechen, möchte ich auch noch mal ganz kurz definieren, welche Aspekte in diesem Thema öffentlichen Raum alle enthalten sind. Öffentliche Räume stellen nicht nur ökonomische, sondern auch soziale, ökologische und kulturelle sowie politische Funktionen dar und werden von einer Vielzahl von Akteuren gestaltet und entwickelt. Sie unterliegen dabei einem steten Funktions-, Nutzungs- und Bedeutungswandel. Und was sind öffentliche Räume? Da sehen Sie hier auch nochmal, das sind nicht nur Plätze, das sind Straßenräume, das sind Parks, das sind Übergänge und Durchgänge, das sind öffentlich zugängliche Innenräume, Freiräume von Gebäuden, das sind alles Innenräume und das beziehungsweise öffentliche Räume, und das muss man sich einmal vergegenwärtigen, wie komplex und wie breit diese Definition ist. So, und nun gehen wir in die Diskussion mit den Podiumsgästen. Wir haben uns überlegt, dass wir bei der ganzen Komplexität des Themas uns auf drei Themen beziehen. Das ist der Einzelhandel, das ist die Mobilität und es ist der Klimaschutz. Und ich hatte es eingangs schon einmal erwähnt, das Innenstadtprogramm, liebe Sabine, das vor ein paar Tagen die Medien aufgerührt hat und für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Ist das eher ein Anstoß gewesen, ein Anschub, ein Anreiz für die Programmkommunen, für die Städte und Gemeinden? Was steckt dahinter und können wir damit rechnen, dass das ausgebaut wird? Ja, erstmal ganz herzlich guten Abend. Schön, dass so viele sich für unser Thema Innenstadt heute interessieren. Das ist wirklich sehr erfreulich, von hier oben zu sehen. Und jetzt will ich aber auch natürlich auf deine Fragen antworten, lieber Richard. Ja, wir haben ein Innenstadtprogramm aufgelegt, und zwar ist das tatsächlich auch aus der Corona-Situation in Anführungsstrichen geboren. Vielleicht kann ich im Laufe des Abends nochmal zu dem etwas langfristigeren Programm was sagen, zu Städtebaufördermittel. Und dann müssen Sie sich so vorstellen, dieses Innenstadtprogramm ist eher ein mittelfristiges Thema, was wir aufgelegt haben, um den Städten eben auch etwas zu helfen. Und wir haben erstmal mit 10 Millionen Euro angefangen, und die gingen wirklich weg wie warme Semmeln. Das war sofort ausgebucht, das Programm, und dann haben wir nochmal 2,5 Millionen draufgelegt. Die 10 Millionen, das will ich auch ganz offen sagen, das haben wir während der Corona-Zeit im Rahmen des Corona-Pakets mit der SPD insbesondere zusammen entwickelt.
Und dann haben wir nochmal 2,5 Millionen Euro umgeschichtet, sodass wir insgesamt jetzt 12,5 Millionen Euro haben. Und wir haben 29 Projekte, wenn ich das richtig im Kopf habe, schon komplette Anträge. Und dann laufen im Moment noch 6, die in der Beratung sind. Also insofern ist das wirklich eine sehr schöne Anzahl und es sind ganz unterschiedliche Städte. Kiel, muss man sagen, war ziemlich früh dran, hat sofort Anträge gestellt, und aber auch kleinere Städte, so wie meine Heimat, fast Heimatstadt Schleswig, hat sich auf den Weg gemacht und hat Anträge gestellt. Und das ist tatsächlich ein Anstupser sozusagen, das ist ja eine urkommunale Aufgabe, und Sie wissen ja, dass wir als Land auch immer ein bisschen darauf achten, was ist kommunale Aufgabe, was ist Landesaufgabe, und trotzdem haben wir uns hier gesagt, dass das für die Städte, da kommen wir ja sicherlich noch drauf, für die Kommunen eben ein ganz große, schwierige Aufgabe ist, und deshalb haben wir eben dieses Programm ins Leben gerufen. Ich will nur ganz kurz sagen, dass es geht eben auch darum, dass wir beratend tätig werden. Das ist bei den größeren Kommunen vielleicht nicht unbedingt nötig, aber bei den kleineren ist es schon wichtig, dass man auch mit Personal zur Seite steht. Und dann hast du noch gefragt, ob wir das sozusagen verstetigen oder ob wir damit rechnen können, dass das immer läuft. Da gibt es ein ganz klares Nein. Das schließt daran an das, was ich eben gesagt habe, dass es nämlich eine kommunale Aufgabe ist und wir werden nicht als Land auf Dauer diese Aufgaben übernehmen können. So, ich hoffe, das waren jetzt ungefähr die Fragen beantwortet, die du gesagt hast. Genau, richtig. Ich habe auch keine Rückfragen mehr, aber man kann ja schon sagen, das war ein richtiger Stich ins Wespennest und tat auch richtig Not. Herr Zettmann, wie nehmen denn die Bürgerinnen und Bürger, mit denen Sie so sprechen und die bei Ihnen Mitglied sind, das Programm wahr? Ich denke mal größtenteils positiv, keiner wird sich beschwert haben, was soll das denn? Aber gibt es denn auch kommunizierte Defizite? Fehlt dem Programm etwas? Wünschen sich die Gemeinden, Kommunen und die Städte etwas? Und was kann man daraus lernen? Sind das jetzt nur wirklich Anschubfinanzierungen oder entstehen da auch Prozesse und Struktur, die vielleicht nachhaltig sind? Ja, vielen Dank für die Frage. Erstmal auch von mir ein herzliches guten Abend Ihnen allen. Schön, dass die Hermann-Ehlers-Akademie sich auch eines solchen Themas annimmt, weil es nämlich tatsächlich ein wichtiges Thema ist. Und ich glaube auch, die Förderung, die jetzt aufgelegt wurde während der Corona-Zeit, ist Ausdruck dessen, was die Innenstädte schon vorher sozusagen betroffen hat, nämlich der teilweise Funktionsverlust. Und ich verrate auch kein Geheimnis, jedenfalls nicht gegenüber der Landesregierung, dass wir schon 2014, 2015 im Innenministerium vorstellig geworden sind und mit solchen Ideen einer möglichst bürokratiearmen und niedrigschwelligen Förderung. Also wenn wir es mit Förderprojekten in Innenstädten zu tun haben, dann ist das erste Instrument, an das man denkt, häufig die Städtebauförderung, das einen städtebaulichen Missstand häufig voraussetzt. Und genau das wollen wir ja gar nicht erst entstehen lassen. Wir wollen ja nicht fördern, wenn ein städtebaulicher Missstand entstanden ist, sondern wir wollen schon vorher ansetzen. Und da gibt es ganz tolle Instrumente, beispielsweise wie in Schleswig-Holstein so das Paktgesetz, wenig bekannt, aber also in der Fachöffentlichkeit bekannt, aber den Bürgerinnen und Bürgern natürlich nicht so bekannt. Mhm. Und das ist tatsächlich eine Maßnahme. In Hamburg kennen Sie das vielleicht, den neuen Wall, der ist über solche Maßnahmen realisiert worden, wo Geschäftsleute und Eigentümer selbst auch ihren Beitrag dazu geleistet haben. Und wir haben anhand solcher Projekte, die es auch in Schleswig-Holstein gab, Flensburger Innenstadt beispielsweise, festgestellt, dass es viele niedrigschwelliger Maßnahmen bedarf in dem Dreieck Kommune, Eigentümer, Gewerbetreibende, insbesondere Vitalisierung von Stadt- und City-Marketings, Kümmerer für Innenstädte und. Ganz, ganz viele Projekte, die aber immer einer Anschubfinanzierung bedürfen. Und ich muss jetzt nicht das Klagelied der kommunalen Finanzausstattung der Städte an dieser Stelle singen. Das können wir an anderer Stelle vertiefen. Aber tatsächlich braucht es für die Städte Finanzausstattung an der Stelle. Und deswegen mache ich kein Geheimnis daraus, dass wir in unseren Forderungen und Erwartungen an die neue schleswig-holsteinische Landesregierung selbstverständlich einen Punkt der Verstetigung dieses Innenstadtprogramms haben werden, nämlich weil es bedarfsgerecht ist. Man hat festgestellt, es ist bedarfsgerecht, und da, wo ein Bedarf ist, sollte auch
Landespolitik fördern, denn es geht um die Visitenkarte aller Innenstädte in Schleswig-Holstein. Und das ist auch eine Visitenkarte tatsächlich für das Land Schleswig-Holstein, in dem man sich dann gerne auch in den gut ausgebauten Innenstädten auffällt. Und letzte Anmerkung, richtig fehlen tut uns in dem Programm nichts. Wer sich die Maßnahmen, die geförderten Maßnahmen anguckt, wird feststellen, dass es ein breites, buntes Spektrum ist, das genau im Prinzip den Nerv getroffen hat, und da sollte man weiter drauf aufsetzen. Alexander, an dich die Frage. Es gibt ganz viele Förderungen, Bundesförderungen. Jetzt haben wir gerade vom Innenstadtprogramm gesprochen. Es gibt ganz viele Initiativen, auch die viel im bürgerschaftlichen Engagement und Ehrenamt zurückzugreifen sind. Reicht das denn aus? Reicht es aus, zu finanzieren? Reicht es aus, sich auf Ehrenamt und Engagement zu berufen? Weil wir haben ja schon in dem Eingangsstatement sozusagen auch gesehen, dass ganz viele Akteure da immer mitmischen und dass der öffentliche Raum etwas ist, was nicht nur ökologisch, ökonomisch, sondern auch sozial und politisch gedacht werden muss. Und ich habe in einer Studie gelesen, man spricht von der grundlegenden Orientierung in der Phase 0, wo sämtliche Akteure sich zusammenschließen und eine gemeinsame Strategie entwickeln. Ist das eher der Ausgangspunkt für Innenstadtentwicklung, dass man sich im Vorfeld mit den verschiedenen Akteuren zusammenschließt, eine Strategie entwickelt und dann die Finanzmittel zu Rate zieht und gemeinsam agiert? Ist das ein gangbarer Weg oder ist das eher, wer zuerst kommt, mal zuerst? Also erstmal nochmal ein herzliches Moin von meiner Seite und danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute als Experte auf dem Podium dabei sein darf, wobei ich weder Architekt noch Stadtplaner bin. Ich würde mich eher als aufmerksamer Spaziergänger einschätzen, manchmal auch in Lissabon, aber heute Abend hier an dieser Stelle. Ich glaube, man muss sich beim öffentlichen Raum vergegenwärtigen. Es gibt natürlich Projekte wie dieses Pakt oder in Hamburg BIT, wo die Eigentümer automatisch mit einbezogen werden, weil die das Ganze ja auch bezahlen sollen. Aber wir müssen uns vergegenwärtigen, dass die Planungshoheit bei der kommunalen Selbstverwaltung liegt. Und da habe ich den Eindruck, dass das nicht alle Kommunen und Städte ausreichend ernst nehmen. Es bringt halt nichts, erstmal zu sagen, hier haben wir eine tolle Bürgerinitiative für irgendein Projekt XY. Ich brauche, jedenfalls zeigen das Städte, die erfolgreich immer noch gute Innenstädte haben, erstmal eine Rahmenplanung, die vorgibt, wo wollen wir eigentlich mit unserer Stadt hin? So ein Masterplan. Was ist der Weg, zum Beispiel jetzt die Landeshauptstadt Kiel, aber auch für andere Städte in Schleswig-Holstein? Und wenn ich das unter Dach und Fach gebracht habe, wenn das verabschiedet ist, dann können sich die verschiedenen Akteure natürlich anschauen, mein neues Bauvorhaben, passt das jetzt zu dieser Rahmenplanung dazu? Ich habe hier ein Thema, dass ich meinetwegen Kunst einbringen möchte oder diverse andere Projekte, Einzelhändler, die sich zusammenschließen zum Stadtmarketing, zu dem banalen Thema Weihnachtsbeleuchtung vielleicht. Das muss alles sich in einem Rahmenplan einsortieren und das ist auch aus meiner Sicht ausgesprochen wichtig, weil wenn Städte so etwas nicht haben, dann passiert Wildwuchs und ich bin nun mal Kieler und spreche dann auch gerne von Kiel. Das ist in den letzten Jahrzehnten in Kiel leider nicht vernünftig passiert. Da hat jeder im Prinzip gemacht, was er wollte. Und von diesem Weg müssen wir ganz dringend wegkommen, weil wir, wenn nicht genau wissen, wo wir hinwollen, dann wird das mit dem Ziel, wir brauchen eine lebendige Innenstadt, nichts werden. Zu viel Wildwuchs, sagst du also, zumindest für Kiel. Ja, also ich meine, man kann das an ganz banalen Beispielen festmachen. Also wenn man mit aufmerksamen Augen durch die Kieler Innenstadt geht, vom Sophienhof bis zum Alten Markt, kann man sich einfach mal die Straßenmöblierung angucken, wie uneinheitlich da ist. Es ist also niemand bei der Stadt, der sich darum kümmert, dass ich so mit ganz kleinen Dingen anfange. Wie sieht die Straßenmöblierung aus? Wie sehen die Schilder aus? Wie sehen die Mülleimer? Wie sehen die Laternen aus? Wenn ich durch attraktive Innenstädte gehe, habe ich das automatische Gefühl, das ist alles aus einem Guss. Das ist irgendwie stimmig. Das macht irgendwie, ich führe mein Auge dort gerne spazieren, weil ich eine Einheitlichkeit, ein einheitliches Design feststelle. Und das sehe ich leider bei, also es ist nicht nur Kiel, ich mache es immer gerne in Kiel fest, weil ich Kiel am besten kenne und ich glaube, die meisten hier im Raum wissen dann auch, wovon ich spreche, aber das ist etwas, was in ganz vielen Städten Deutschlands fehlt, dass ich sozusagen eine Persönlichkeit bei der Stadt habe, die sich halt um so ein banales Thema wie Stadtmöblierung kümmert, der dann aber natürlich auch in diesem Rahmenplan irgendwie Eingang gefunden haben muss.
Bei dem Thema Straßenmöbel habe ich mir gerade vorgestellt, dass die Innenstadt oder der Marktplatz eigentlich das Wohnzimmer der Stadt ist. Und wenn ich zu Hause mein Wohnzimmer einrichten will, dann frage ich meine Frau und meine Kinder, was die wollen. Wenn aber die Stadt das Wohnzimmer einrichten will, fragt sie dann auch die Bürgerinnen und Bürger. Ich habe nämlich in der Recherche von spannenden Projekten gesehen, eines davon in Bremen, Bremen bewegen, wo über 7000 Menschen, Bürgerinnen der Stadt Bremen, aufgefordert war, verschiedene Maßnahmen zu bewerten und anzuregen. Und aufgrund dieses Maßnahmenbildes hat sich dann die Stadt Gedanken gemacht, wie man ganz aktiv die Innenstädte und Verkehrsführungen verändern kann und hatten damit ja aber auch einen Rückhalt in der Bürgerschaft. Sind solche Formate, die Frage richtig an Sie alle drei, der Bürgerbeteiligung oder anderer Beteiligungsverfahren in Schleswig-Holstein oder auch in Kiel, wenn man das so will, denkbar oder ist das total obstrus, wenn man das Wohnzimmer einrichten will und fragt die Bewohner gar nicht? Frau Süderlin-Waag, Sabine. Denkbar ist natürlich alles, aber ob das sinnvoll ist, das ist die nächste Frage. Also wir machen ja zunehmend mit Erfahrung auch bei uns im Haus mit Bürgerbegehren und ich bin da schon ehrlich gesagt auch ein bisschen zweifelnd, ob das immer richtig ist, weil wir einfach auch gewählte Repräsentanten haben und die sind verantwortlich und die sollten auch die Verantwortung übernehmen. Ich weiß selber, wovon ich rede, ich habe das Jahre, Jahrzehnte selber gemacht. Das ist nicht immer einfach, aber trotzdem finde ich, das ist die ureigenste Aufgabe erstmal. Trotzdem kann man natürlich Bürger auch mal befragen und das findet ja auch in Einzelteilen statt, dass wenn man irgendein ganz großes Projekt in einer Stadt vorhat, dass man da tatsächlich mal einfach auch mal hört, was die Bürgerinnen und Bürger dazu sagen. Aber letztlich die Entscheidung müsste die Stadtvertretung oder die Gemeindevertretung, wer auch immer, fällen. Das halte ich doch für sinnvoll, weil sonst auch so viel widerstrebende Interessen da sind. Das kennen Sie doch. Wenn Sie drei Leute fragen, haben Sie vier Meinungen. Und wenn man das noch mit, weiß was ich, 10.000 Menschen macht, dann haben sie noch viel mehr Meinung. Und der eine will mehr Grün, der nächste will Springbrunnen und der dritte will einen Spielplatz. Und da muss dann irgendwann die Vertretung und dann die Stadtverwaltung auch irgendwann mal sagen, so, jetzt ist das der Weg. Ja, kann ich hundertprozentig beipflegen. Wir haben in Deutschland eine repräsentative Demokratie. Wir haben hier zwei Abgeordnete aus dem Schleswig-Holsteinischen Landtag und die beschließen zum Beispiel über den Haushalt. So, dann kann natürlich der einzelne Bürger sagen, ihr habt irgendwie eine Ausgabenposition vergessen, dann kann man das vielleicht in einem Nachtragshaushalt nachbessern. Aber zunächst einmal muss ja etwas von den Experten aus den Ministerien vorgelegt werden, worüber dann die gewählten Abgeordneten befinden können. Und dann kann man danach auch oder auch meinetwegen im Vorwege die Bürger beteiligen. Das passiert ja in Gesetzgebungsverfahren auch dadurch, dass Verbände wie Haus und Grund gefragt werden, wir machen jetzt hier ein Gesetz, haben wir da an alles gedacht? Mhm. Und dann werden die Bürger über Verbände oder auch unmittelbar angehört im Landtag und dann können sich die Abgeordneten ein Bild dazu machen und dann entscheiden. Und so müsste es aus meiner Sicht auch bei dem Thema Innenstadt funktionieren, dass man dort einen Plan von Experten vorgelegt bekommt, die Bürger dann sagen, das finden wir gut oder finden wir nicht gut. Und dann muss die Selbstverwaltung der Kommune darüber entscheiden. Also ich gucke gerade in deine Richtung, Angelika. Wir streiten uns gerne über den Holstenfleet, wo wir unterschiedlicher Auffassung sind. Aber hier war es auch so, dass Experten, viele namhafte Stadtplaner gesagt haben, das ist genau der richtige Weg. Dann gab es eine Bürgerbeteiligung und einige haben gesagt, wie ich finde das super. Angelika Volkweis hat gesagt, ich finde das ganz furchtbar. Und dann hat die Selbstverwaltung aber entschieden. Und dann müssen wir beide mit dem Ergebnis leben. Hätte ja auch andersrum ausgehen können. Und so muss es funktionieren und nicht umgekehrt, dass man irgendwie so von unten herauf meint, jetzt kann irgendwas passieren, weil die meisten Bürger halt nicht Stadtplaner sind. Ich bin es ja auch nicht. Also das ist ja ein Studiengang, da studieren Menschen jahrelang für, um das nachher zu können. Wir merken das ja in unserer Beratung. Also Mieter und Vermieter sind ja auch nicht naturgemäß dafür prädestiniert, einen Mietvertrag zu entwickeln. Dafür kommen die dann zu uns, lassen sich beraten und dann leben die damit hoffentlich vernünftig. Und so muss es halt sein, dass erst der Experte eine Idee entwickelt, dann muss eine Bürgerbeteiligung stattfinden und letztendlich muss dann das demokratisch legitimierte Gremium darüber entscheiden. Herr Zettmann, stimmen Sie damit ein in das Kontra von Bürgerbeteiligungen?
einen ein Kontra von Bürgerbeteiligung, das habe ich so auch gar nicht rausgehört, würde ich so nicht mit einstimmen. Das Spannungsfeld repräsentative Demokratie versus partizipative Prozesse, das ist immer da. Mhm. So. Und leider sind Bürgerbegehren manchmal auch Ausdruck fehlender Kommunikation im Vorwege. Das ist ja genau das Problem, dass sich dann in dem Moment, wo die Entscheidung getroffen worden ist, sich das Bürgerbegehren formiert und hinterher tatsächlich teilweise einstimmig gefasste Beschlüsse parteiübergreifend in kommunalen Vertretungen wieder einkassiert werden. Das hat viel natürlich damit zu tun, dass im Vorwege vielleicht die Aufklärung nicht in dem Maße stattgefunden hat, wie es nötig gewesen ist. Das muss man, aber das ist immer ein Spannungsfeld. Das bleibt, wird auch immer ein Spannungsfeld bleiben. Ich nehme nur wahr, dass auch die Landeshauptstadt Kiel über Bürgerbeteiligungssatzungen, die Stadt Eckernförde genauso, dass das mehr wird und dass es, glaube ich, wichtig ist, also vor dem Willensbildungsprozess, man muss das immer ganz klar trennen, das ist für Bürger immer wahnsinnig schwierig zu trennen, dass man sagt, natürlich habe ich am Anfang einen Meinungsbildungsprozess, da kann jeder seine Meinung sagen, da kann man alles aufsaugen, wie einen Schwamm abwägen und am Ende haben wir den Willensbildungsprozess und der bleibt tatsächlich einzig und allein, auch nach meinem Dafürhalten, immer den gewählten Vertreterinnen und Vertretern schlichtweg vorbehalten. Da haben wir dann die Stadtvertretung, die dann nach Ausschussberatung dann abschließend entscheiden sollte. Also von daher, ich glaube, der Widerspruch ist nicht da, sondern es ist immer der Appell, auch in der Kommunikation eben genau diese Erwartungshaltung zu bremsen, dass das, was ich sage, auch mal nicht umgesetzt wird. Das ist auch unser Verbandsgeschäft. Wenn ich Stellungnahmen erhalte zur Corona-Landesverordnung, zu sonst irgendetwas und hinterher gesagt wird, Mensch, Herr Ziertmann, sagen Sie mal, ich habe Ihnen doch gesagt, meine Bedenken, und wieso hat die Landesregierung das nicht umgesetzt? Ja, dann ist das etwas, was man auch vorher kommunizieren muss, dass man sagt, ein Anspruch auf Beteiligung führt eben nicht zur Berücksichtigung des vorgebrachten Einwandes. Also vielleicht darf ich noch zwei Aspekte ergänzen. Ich glaube, man muss immer aufpassen, wie man mit Bürgerbeteiligung umgeht. Es bringt relativ wenig zu sagen, wir machen jetzt mal einen Workshop und die Bürger können irgendwelche Ideen einbringen und dann wird das alles aufgenommen und dann verschwindet das aber in der Schublade. Und irgendwie ein Jahr später wird dann ein Architektenwettbewerb gemacht und dann kommt was ganz anderes dabei raus und die ursprünglichen Ideen, die Bürger dann in viel Arbeit in diesen Workshop eingebracht haben, tauchen nicht wieder auf. Das erzeugt natürlich Verdruss und das bringt dann aus meiner Sicht auch gar nichts. Das ist vielleicht eine gut gemeinte Idee, aber so kann es aus meiner Sicht nicht funktionieren. Und Sie haben gerade einen ganz wichtigen Aspekt eingebracht. Man muss dann auch zu seinen Entscheidungen stehen. Wir kommen ja noch zu dem Thema Mobilität. Das ist, glaube ich, sehr, sehr umstritten. Aber ich glaube, jemand, der gewählt ist von der Bevölkerung, der muss dann auch unter Umständen in Kauf nehmen, dass er eine Entscheidung vertritt, die nicht jeder gut findet. So, das ist dann einfach so und dann hat man vielleicht die Herausforderung, dass man sich sorgen muss, ob ich das nächste Mal wieder gewählt werde, weil ganz viele Bürger das nicht so gut fanden, aber dafür bin ich ja auch gewählt, um Verantwortung zu übernehmen. Und da, das erlebe ich auch in meinem Engagement im Ortsbeirat, jetzt hier in Duisburg-Ravensberg, dass dann viele einknicken, wenn ganz viele Bürger sagen, das finde ich aber ganz doof. Und das ist, glaube ich, dann nicht das, was ich von einem Politiker erwarte. Ich muss einmal das Thema aufgreifen, weil du gerade gesagt hast, du bist ein aufmerksamer Spaziergänger und da hast du, Sabine, so ein bisschen mit den Augen gerollt. Da muss man aufpassen, wenn man sagt, ich bin ein Spaziergänger und laufe durch die Stadt. Aber das ist eine gute Vorlage. Das ist eine gute Vorlage für uns. Wir sind ja auch eine Einrichtung der politischen Bildung. Und Sabine, an dich die Frage, die Innenstädte als politischen Raum zu nehmen und die ja auch instrumentalisiert werden für Politik und für Frustration in der Politik. Hat sich deiner Meinung nach das Bild durch die Corona-Proteste und andere Proteste der Innenstädte dadurch verändert? Ist die Stadt oder die Innenstadt, der Marktplatz immer noch ein Sinnbild für politische oder demokratische Meinungsbildung geworden? Ich glaube, dass das so ist, dass die Innenstädte immer noch ein Zentrum sind, auch für Meinungsäußerung. Und das sind sie und das sollten sie auch bleiben. Und bei Spaziergängen habe ich natürlich so ein bisschen die Augenbraue hochgezogen, weil wir das in unserem Haus natürlich, weil wir ja auch für die Polizei zuständig sind, ständig im Moment diskutieren und ich da auch ständig Fragen oder mir ständig Fragen gestellt werden, ob das denn so richtig ist und ob man diese Demonstrationen so laufen lassen soll und so weiter. Aber ich hatte gestern Abend gerade eine ganz interessante Diskussion zu diesem Thema, nämlich die Frage,
Wie weit sind die Innenstädte eigentlich so ein Forum, wo auch Meinungsäußerungen stattfinden sollen und können? Und da hatte ich ein Gegenüber, ich habe das jetzt auch schon angenommen, die Polizei sagt immer das polizeiliche Gegenüber, finde ich ganz schrecklich. Aber ich hatte einen Herrn gegenüber sitzen, der sagte, dass ihn das unheimlich stören würde, dass die Innenstädte im Moment ständig blockiert werden von Demonstrationszügen und dass man, er sah sich in seiner persönlichen Freiheit dadurch beengt. Und da habe ich einen Augenblick da gesessen und habe gesagt, Mensch, ja, kann man so sehen? Und dann habe ich natürlich das Hohelied auf Artikel 8 Demonstrationsfreiheit und was man denn so als Jurist alles erzählt, Meinungsfreiheit und so gesungen. Aber ich habe dann doch noch mal einen Augenblick überlegt, ob das tatsächlich so sein muss. Und ob sich Bürger vielleicht auch dadurch gestört fühlen und Bürgerinnen natürlich auch. Also dieser fühlte sich da ganz erheblich gestört und ich habe dann versucht, nochmal wieder zu sagen, dass ja diejenigen, die demonstrieren, sich auch durch irgendwas gestört fühlen, sonst würden sie nicht demonstrieren. Und ich finde gerade diese Gemengelage und dass wir eine Meinungsauseinandersetzung in den Städten haben, finde ich grundsätzlich gut, weil es eben auch die Städte wieder belebt. Wir kommen ja bestimmt noch dazu, wie sich überhaupt diese Entwicklung vollzogen hat, dass wir diese Situation jetzt in den Städten haben, wie wir sie haben. Es hat ganz viel mit veränderten Kaufverhalten zu tun und mit ganz vielen anderen Dingen noch, aber das will ich jetzt alles nicht vorgreifen. Also ich glaube, dass das grundsätzlich gut ist. Und du hast gefragt, ob Corona das verändert hat. Da würde ich sagen auch ja, weil es dort natürlich im Moment zumindest, haben wir glaube ich alle den Eindruck, dass es mehr Demonstrationen, Spaziergänge, wie sie auch immer sie nennen wollen, gerade in den Innenstädten gibt. Und gerade auch hier in Kiel. Also ich kann das zumindest anhand der Polizeizahlen, kann ich das so sagen, dass das so ist. Ich würde gerne einmal die Diskussion weglenken aus der Stadt. Es gibt ja auch Innenstädte in Dörfern und kleineren Städten, auch schöne Marktplätze. Herr Zettmann, an Sie die Frage, ist das noch so klar trennbar, Stadt, Land? Man liest ja auch ganz viel von der Verdörflichung der Stadt und von der Verstaatlichung des Dorfes, Verstädterung des Landes. Kann man das noch so klar trennen? Ist das noch heterogen oder sehen Sie da mittlerweile fluide Lebensräume, Stadträume, die sich gar nicht mehr groß unterscheiden? Ja, man könnte auf die Idee kommen, wenn man sich eine Gesellschaft vorstellt, wo es vielleicht nicht mehr ganz so um das soziale Miteinander, sondern tatsächlich noch, wo man sich nur noch überlegt, dass man vielleicht auf dem Sofa sitzt und das Tablet und das Handy in der Hand hat. Das glaube ich aber so nicht. Wir haben es natürlich damit zu tun, dass wir, wenn wir jetzt in Schleswig-Holstein uns die Landschaft angucken, im Hamburger Rand inzwischen schon Räume haben, in denen die Funktion etwas verwischen, indem beispielsweise, wenn Sie viel Siedlungsfläche ausweisen und hohen Zuwachs an Einwohnerinnen und Einwohnern generieren, dann entstehen natürlich überall auch Funktionen, die typischerweise vielleicht teilweise man sonst in der Innenstadt auch finden würde. Aber insgesamt, wenn ich mir das gesamte Land Schleswig-Holstein angucke und eher mir die zentralen Orte, das ist glaube ich etwas, so unser Klientel als Städteverband anschaue, dann hat die Stadt und die Innenstadt vor allen Dingen Zukunft und ich glaube, sie befindet sich schlichtweg in einem Transformationsprozess, auf den wir ja sicherlich noch kommen werden, der aber auch dazu führt, dass in der Innenstadt die Menschen immer noch irgendwie sozial beieinander bleiben. Also das, was Sie eben, Frau Sütterling-Wag, gefragt haben, genau das ist es eigentlich. Also es wird immer eine Vernetzungsfunktion geben zwischen verschiedenen Funktionen, zwischen Arbeit, Wohnen und Wirtschaften. Die Eigentümer gehören natürlich dazu. Es ist immer ein Ort des Sehen und Gesehenwerdens. Es ist immer ein Ort des Hören und auch Gehörtwerdens. Und das werden wir woanders nicht unbedingt in der Weise sozusagen schaffen. Also da jetzt auf den Dörfern haben wir, ich
kann das immer ganz gut sagen, weil ich selbst in einem 300-Einwohner-Dorf wohne und da zu Hause bin und in meinem Leben sowohl die Mittelstadt als auch die Großstadt und jetzt eben das Dorf erlebt habe. Da finden diese Gemeinschaften auch statt, aber werden dort nicht die Funktion haben, wie wir sie in der Innenstadt haben. Da bin ich mir relativ sicher und es wird in einigen Bereichen das geben. Wie gesagt, im Hamburger Rand sehe ich das, aber ansonsten für den Rest Schleswig-Holsteins sehe ich das nicht. Stichwort Zukunft der Innenstädte und Alexander, an dich die Frage, wenn ich das ganz mal provokant formulieren kann, während des Lockdowns haben wir ja gemerkt, dass wir die Innenstädte ja gar nicht brauchen. Also ich weiß nicht, ob Sie da was vermisst haben in Ihrem Leben oder auch nicht. Es gibt Homeoffice, die Büros werden nicht mehr so stark genutzt, der Einzelhandel geht zurück. Das wird ja auch zur Folge haben, dass die Werte und die Mieten sinken. Das heißt, man muss als Eigentümer von Immobilien in der Innenstadt sich ja neue Konzepte überlegen oder eine gewisse Bereitschaft haben, offen zu sein, sich neuen Nutzungskonzepten zu erschließen. Siehst du da schon einen kleinen Trend in Kiel oder in Schleswig-Holstein, was da passieren kann? Und sind die Eigentümer, die die Innenstädte sozusagen besitzen, bereit, auch da einen Rückschritt zu machen, die aufzugeben und in andere Hände zu legen? Ja, das ist natürlich eine sehr komplexe Frage. Also was wir während Corona gelernt haben, ist, dass wir nicht mehr in die Innenstadt gehen müssen, um irgendwas einzukaufen, weil DHL Amazon-Produkte auch wunderbar nach Hause liefert. Und wenn man selbst nicht da ist, gut, im Homeoffice ist man ja sogar da, ist vielleicht dann sogar noch praktischer gewesen. Und ich kann ja Sachen, die mir nicht passen, wenn das jetzt um Bekleidung geht, auch wieder zurückschicken. Also das haben wir gelernt. Und Corona hat aber trotzdem ja nur wie ein Brennglas aufgezeigt, dass die Probleme des Einzelhandels schon vorher dagewesen sind, weil der nicht mehr die Attraktivität hat, vielleicht wie vorher, oder andere Probleme in der Innenstadt vorhanden sind. Die Innenstädte haben die große Herausforderung, dass wir halt keine homogene Eigentümerstruktur dort vorfinden. Natürlich gibt es auch noch private Grundeigentümer, auch in der Kieler Holzenstraße, aber es werden halt extrem viel weniger. Wir haben viel mehr Eigentümer, die gar nicht vor Ort sind. Das sind irgendwelche Investmentgesellschaften, die Kiel vielleicht auch gar nicht kennen, für die ein Objekt eine Ziffer in der Bilanz darstellt und das dann, wenn man jetzt, ich will nicht ins Bilanzrecht einsteigen, aber für die es auch gar keine Rolle spielt, ob die Immobilie jetzt Mieten einnimmt oder nicht, weil der Wert der Immobilie als solches ja im Buch steht. So, und deswegen sind da wirklich große Herausforderungen für die wenigen Eigentümer, die vor Ort noch engagiert sind, weil es für die natürlich relativ, ich will nicht sagen witzlos ist, aber wenn ich jetzt viel Geld ins Haus stecke und das versuche aufzuwerten, um auch wieder attraktive Mieter zu gewinnen, nützt mir das nichts, wenn ich nebenan Leerstand habe und daneben den 1 Kilo Bekleidungsladen. Dann sieht niemand, dass mein Haus jetzt schöner geworden ist, sondern da müsste man dann schon ganzheitlicher denken. Und das ist eigentlich dann wieder so eine Rückkehr zu dem Thema öffentlicher Raum. Die Innenstädte, die noch funktionieren in der jetzigen Zeit, da kommen die Menschen jetzt nicht unbedingt hin, weil sie sagen, ich will dort einkaufen, sondern sie kommen dorthin, genau was Herr Ziertmann sagt, das ist eine Begegnungsstätte. Ich komme dorthin, um Menschen zu sehen, mich mit Menschen auszutauschen oder auch gastronomische Angebote wahrzunehmen. Das ist das, was ich auch gerade oder wir im Urlaub in Lissabon gerade erlebt haben. Also wir hatten beide, obwohl das jetzt ja noch Februar war und für Verhältnisse Südeuropas noch nicht besonders warm, die Innenstadt war dort voll. Ja, die Leute sind gerne dort spazieren gegangen, weil dort sehr attraktive öffentliche Räume sind. Das sind viel mehr gastronomische Angebote als in unseren deutschen Innenstädten und die Menschen sitzen in den Straßencafés und freuen sich über ihren Kaffee oder über die Menschen, die dort sonst noch durch die Gegend laufen. Also das ist, glaube ich, die große Herausforderung, die öffentlichen Räume wieder so attraktiv zu machen, dass die Menschen deswegen in die Innenstadt kommen. Aber auch Eigentümer müssen sich über neue Konzepte Gedanken machen. Und ich habe zufällig auf der Reise, ist mir ein Magazin in die Hände gefallen, wo, jetzt kein deutsches Beispiel, aber IKEA in Wien ein neues Geschäft aufgemacht hat. Und das fand ich total spannend. Wir kennen ja alle die IKEA-Märkte auf der grünen Wiese. Und dieser IKEA-Markt ist mitten in der Innenstadt. Ich weiß nicht, ob das ein ehemaliges Karstadt-Gebäude war oder was auch immer, das spielt auch gar keine Rolle. Aber das Konzept dieses IKEA-Geschäftes ist,
dass es nicht einen einzigen Parkplatz hat. Es hat nicht einen einzigen Parkplatz, sondern ein paar Fahrradstellplätze und die Menschen können da hinkommen und natürlich den beliebtesten Artikel bei IKEA einkaufen, nämlich Kerzen. Aber sie können halt auch andere Kleinigkeiten mitnehmen und wenn die ein Möbel kaufen möchten, dann können sie halt das Möbel bestellen, das wird ihnen dann nach Hause geliefert. Und das finde ich total spannend, dass man da einfach umdenken muss. Und so ein Prozess findet ja auch in Kiel, gerade bei Enzen statt, wo das Kieler Ding reinkommt, wo auch verschiedene Einkaufskonzepte drin sind, aber auch Coworking Spaces, wo auch Gastronomie stattfindet. Und auch bei dem IKEA in Wien gibt es Gastronomie, gibt es ein Hotel. Das ist, glaube ich, ein Thema, da muss die Stadt, finde ich, aber auch Vorgaben machen. Die müssen sagen, nein, IKEA darf hier nicht an den Stadtrand. Es gibt für euch keine Fläche. Wenn ihr was machen wollt, geht in die Stadt und kümmert euch um da eine entsprechende Ansiedlung. Und das zweite Thema, wo Eigentümer sich Gedanken machen müssen, ist die Umwandlung von Büroraum in Wohnraum. Wir haben durch Homeoffice, gerade in Innenstädten, gerade bei nicht so ganz modernen Immobilien, Büroräume, die leer stehen werden in Zukunft. Und da könnte Wohnraum entstehen, wo auch nachgefragt wird. Die Menschen wollen ja nach wie vor gerne in der Innenstadt leben. Da ist die Nachfrage sehr hoch. Und das gäbe, glaube ich, ganz große Perspektiven, weil man mit nicht so großem Aufwand wie jetzt irgendwo auf der Grünwiese neu zu bauen, in einer zentralen Lage nachverdichten könnte und hätte dann auch die Innenstädte automatisch mitbelebt, weil die Menschen, die jetzt in der Stadt wohnen, die wollen da einkaufen, die wollen da abends irgendwo essen und trinken gehen. Da gibt es, glaube ich, sehr, sehr große Möglichkeiten, die wir dann gemeinsam nutzen wollen. Ja, Alexander, ich kann da ganz viel auch unterschreiben sozusagen, was du gesagt hast. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, wie haben sich die Städte entwickelt und dass sie sich ändern müssen. Du hast von Transformationsprozess gesprochen. Das sagt man ja neudeutsch so, wenn sich was verändern muss und wenn es in einen anderen Zustand überführt werden soll. Und ich habe 1977 hier in Kiel, deshalb bin ich auch dem Einzelhandel immer noch so verbunden, eine Lehre gemacht bei einem großen Warenhaus, was Sie alle kennen, am Alten Markt. Und da war die Stadt komplett anders als jetzt. Da war eben, man ging zum Einkaufen in die Stadt. Und so ist die Kieler Innenstadt auch konzipiert. Und Sie alle wissen ja, dass das die älteste Fußgängerzone Deutschlands ist und all diese Dinge. Und also da hat sich so viel verändert und da muss sich auch noch ganz viel verändern, weil eben das Einkaufsverhalten von vielen, ich habe eben auch so ein bisschen Kopfschütteln gehört, als du gesagt hast, dass wir das in der, gesehen habe ich das nicht gehört, so schlimm ist es dann doch noch nicht, weil als du gesagt hast, dass wir eben gelernt haben in der Corona-Zeit, dass man eben wunderbar sich auch die Sachen nach Hause bringen lassen kann, das machen eben viele und da hat sich unser Einkaufsverhalten völlig geändert und deshalb hat sich natürlich auch der Einzelhandel völlig verändert, weil die, ja was sollen die denn machen, die armen Einzelhändler? Und ich sage immer, wir müssen uns alle an die Nase fassen und das hat eben das eine hat mit dem anderen zu tun. Ich sage dann immer, sowas kommt von sowas. Das ist einfach so, wenn wir alle nicht mehr in den Innenstädten einkaufen, dann gibt es eben gewisse Produkte auch nicht mehr. Und von meiner Heimatstadt Schleswig will ich überhaupt nicht reden, was sie da alles nicht mehr kriegen. Und insofern denke ich, müssen eben die Kommunen oder diejenigen, die dafür verantwortlich sind, genau das machen, nämlich dass man sich überlegt, was wollen die Leute? Ein bisschen einkaufen wollen sie immer, aber sie wollen eben auch mal, wie du gesagt hast, einen Kaffee trinken und die Kinder sollen vielleicht irgendwo spielen können, dass man auch einen Spielplatz macht. Und Wohnen ist ja auch ein Riesenthema in den Städten. Wenn Sie sich so Innenstädte angucken aus den 70er, 80er Jahren, da hat ja fast kein Mensch gewohnt. Und das geht erst so ganz langsam wieder los. Und das ist natürlich ein mühsamer Prozess. Und das versuchen wir eben auch mit unserem Innenstadtprogramm, wenn ich natürlich auch weiß, dass 12,5 Millionen Euro längst nicht für alles reicht, aber dass wir da, was wir vorhin gesagt haben, Anstöße geben, dass wir auch Personalstellen bezahlen, dass wir sagen, wenn sich eine Stadt einen Stadtmanager oder wie auch immer sie dann heißen, gerne einstellen möchte, der dann mit guten Ideen vorangeht, dann kann das auch mitfinanziert werden. Aber da muss eben von diesen Shopping-Malls, die wir so aus den 80ern kennen, da muss die Entwicklung in eine andere Richtung gehen. Und das sieht man ja auch in Kiel, wie schwer das ist, wie mühsam das ist, wie viel Leerstand wir überall haben. Und da muss eben was anderes rein. Und da gibt es tolle Beispiele. Also mir fällt jetzt so Elmshorn ein, die haben da mal so was ganz Tolles gemacht, dass sie auch vorübergehend in die Leerstände dann so Geschäfte, da gibt es einen speziellen Ausdruck, habe wieder vergessen, wie das heißt. Bitte? Genau, Pop-up-Stores, genau. Dann wird also vorübergehend
ein Geschäft dort reingesteckt und die können dann ein paar Monate da ihre Waren verkaufen und dann kommt wieder irgendwas anderes oder dann geht mal irgendwie zwischendurch auch ein Dienstleister rein. Also das sind die Dinge, glaube ich, wo sich was verändern muss. Und dann müssen wir alle aber auch sagen, wir finden das toll und wir gehen auch mal in die Stadt und gehen eben mal zum Essen oder zum Kaffeetrinken auch dahin. Herr Zittmann, darauf? Ja, ich kann das ja gerne noch mal ergänzen. Also die Innenstadt ist schon immer im Wandel begriffen. Also wenn wir das sehen, in den 1920ern haben wir die großen Kaufhäuser bekommen, die jetzt gerade wieder die Hertie Pleite ist schon vorbei. Bei Karstadt gibt es auch Konzentrationsprozesse. Das ist schon lange passé im Prinzip, das, was in den 1920er Jahren. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir die inhabergeführten Einzelhandelsgeschäfte, wo vielleicht der örtliche Schuhhändler bei Betreten des Ladens die Schuhgröße seines Kunden kannte. So, jedenfalls in so einem kleineren Kiez. In Schleswig gibt es sowas noch, höre ich gerade. Dann ist das prima. Und das sind aber Sachen, die natürlich auch jetzt langsam nach und nach, Herr Blaschek sprach es an, aussterben, weil es diese inhabergeführten Geschäfte, teilweise Fachkräftemangel, teilweise fehlende Nachfolgeregelungen und so nicht mehr gibt. Und jetzt haben wir in den 80er Jahren haben wir die Filialisierung bekommen. Kennen wir alle die Ketten, die in den Innenstädten sind, mit anderen Vermietungsstrukturen, anderen Eigentümerstrukturen. Wir haben die großen Shoppingcenter auf die grüne Wiese bekommen. Wir haben bei den kleineren Ortskernen, also bei den kleineren ländlichen Zentralorten, bei den Unterzentren viel an Versorgung und periodischen Bedarf, also an die Ortsränder verlegt. Teilweise kommen sie jetzt wieder in die Innenstädte zurück. So, und jetzt sind wir wieder in so einem Wandel begriffen sozusagen. Es kommt die digitale Transformation oder das digitale Zeitalter kommt. Wir müssen kluge Lösungen finden, klang schon an, dass wir müssen kluge Nutzung, Nachnutzung finden. Wir müssen die Multifunktionalität, das ist, glaube ich, nämlich der kluge Mix von Wohnen, Arbeiten, Wirtschaften und so weiter, das in die Innenstädte bringen, Kultureinrichtungen wieder zurückholen. Denken Sie an Lübeck, wenn da das Karstadt-Gebäude jetzt gekauft wird und überlegt wird, wieder eine Schule reinzuholen, also um den Bedarf an Schulräumen dort zu decken. Auf der Altstadtinsel das Johanneum, das Katharineum in Lübeck, wenn man das so sieht, Schulen in Innenstädten, wir haben sie teilweise verdrängt, weil lärmende Kinder, Schulbusverkehr in Städten irgendwie, also in der Innenstadt nicht so schön, aber da, wo die Schulen sind und wo junges Leben dadurch auch in den Innenstädten sind, passiert natürlich auch wieder was in den Innenstädten. Auch eine Idee, es gibt ganz tolle Beispiele, wenn Sie in Bad Oldesloe sind, vielleicht mal die Konversation des alten Amtsgerichtes sich angucken, also ein Amtsgericht wird aufgegeben, da hat die Städtebeförderung dann dankenswerterweise geholfen und man hat ein Kultur- und Bildungszentrum als soziokulturelles Zentrum errichtet, wo die Volkshochschule, das Theater, die Theaterwerkstatt und viele andere örtliche Vereine und Verbände drin sind, was wirklich sehenswert ist und was innenstadtnah ist, mit eigener Gastronomie und natürlich dann auch für Belebung und vor allen Dingen auch Belebung in den Abendstunden sorgt, also wenn die Geschäfte dann geschlossen haben. Also, wir stehen an einem neuen Punkt und ich bin mal sehr gespannt, wenn man in den Koalitionsvertrag des Bundes jetzt reinguckt, diesen Nutzungsmix, den wir bekommen werden, in den Innenstädten, der führt natürlich auch, und das müssen wir uns auch vor Augen halten, zu neuen Konflikten. Mhm. Denn da, wo sie wohnen, arbeiten und so weiter nebeneinander haben, dann werden sie feststellen, dass die TA Lärm relativ schnell ihnen so ein paar Beine stellt und etwas dann doch nicht funktioniert, weil einer beschwert sich immer. Und wenn er eine gute Rechtsgrundlage hat und Recht bekommt, ist es dann schon wieder mit einer Nutzung auch relativ schnell vorbei. Ich fand das ganz interessant. Wir haben einen Partnerverband, den Kommunenverbund Skåne, also in Schoen, Schweden. Und wenn man in Malmö ist, da hat mir der Malmöer Bürgermeister mal erklärt, naja, bei uns ziehen die Alten wieder in die Innenstadt zurück. Und zwar nicht, weil so wie es auch in Schleswig-Holstein tatsächlich ist, dass man sagt, naja, Nähe zur fachärztlichen Versorgung, ich will gar nicht mehr ein Haus mit großem Garten und so weiter verpflegen, sondern ich möchte am Leben teilhaben.
ich finde es gut, wenn ich auf dem Balkon stehe und da ist abends noch Rambazamba. Ich kann ja die Tür zumachen oder das Fenster zumachen und dann kann ich immer noch in Ruhe schlafen. Aber das fand ich ganz interessant, wie so eine Entwicklung auch in Skandinavien sich vollzogen hat. In Anbetracht der Zeit muss ich eine Frage stellen, weil ich das Nein bei Ihnen sehe. Sie haben alle drei gesagt, Sie brauchen nicht mit dem Auto in die Innenstadt fahren oder wollen das auch nicht. Und jetzt eine Frage, was antworten Sie denn Familien, die Kinder haben, kleine Kinder haben und zu einem Fachgeschäft in die Innenstadt müssen? Ist das nicht etwas selektiv zu sagen, die Innenstadt ist für die Autos nicht freigegeben? Wie kann man das begründen, Herr Zittmann? Also ich hatte schon das Problem, mit der Grundschule zu diskutieren, dass meine Kinder erst ab der 4. Klasse nach bestehender Fahrradprüfung mit dem Fahrrad in die Schule fahren durften. Also ich glaube, es gibt für viele Sachen eine Lösung, wenn man sie auch betreibt. Natürlich wird eine Innenstadt immer durch Autoverkehr erreichbar bleiben müssen. Ich habe manchmal das Vergnügen, Bürgermeisterkandidatenvorstellungen moderieren zu dürfen. Und da können Sie sich vorstellen, dass... Letztens in Itzehoe ging das ja tatsächlich auch im Oktober, da war das Theater voll mit 350 Leuten. Das war die Phase, in der es einmal ging. Und natürlich, was wird gestellt als Frage, ist die Innenstadt weiterhin mit Auto erreichbar? Kommt sofort aus der Bevölkerung. Die Bevölkerung möchte das. Und deswegen wird es immer ein Kompromiss sein und es wird immer ein Formelkompromiss sein und es wird nie eine totale Zufriedenheit geben auf allen Seiten. Es wird aber natürlich ein Stück weit unbequemer werden, nach meiner festen Überzeugung. Wir werden mehr den Shared Space Gedanken sicherlich verfolgen, jedenfalls im Trend, und die öffentlichen Räume auch den Fußgängern und den Fahrradfahrern noch in größerer Weise eröffnen, allerdings ohne die Erreichbarkeit aufzugeben. Und das ist, glaube ich, auch dann die Antwort vielleicht. Es wird möglich sein, aber es wird vielleicht auch etwas unbequemer. Und es geht dann darum, tatsächlich, und da das Anfangsstatement von Ihnen, Herr Blaschek, die Frage, wie gut ist denn der ÖPNV als Alternative, um eine Innenstadt zu erreichen, auch denn mit kleinen Kindern. Magst du noch darauf reagieren? Ja, also es wird ja immer gesagt, um auch das wieder an dem Beispiel Kiel, weil ich die Diskussion hier auch gut kenne, wird ja immer gesagt, ja, man kommt ja mit dem Auto gar nicht mehr in die Innenstadt. So, und die Aussage ist schlicht und ergreifend nicht richtig. Also ich arbeite Luftlinie 20 Meter von dem Zopp-Parkhaus entfernt und sehe immer, wie viele Plätze dort leer sind. Das Parkhaus ist jeden Tag maximal zur Hälfte befüllt. Ich komme in dieses hochmoderne, gut erreichbare Parkhaus wunderbar rein. Und das sieht man aber auch in anderen Städten Europas, wo die Innenstädte noch funktionieren. Unter den großen Plätzen, also jetzt meinetwegen wieder in Lissabon, aber auch in Aarhus, sind die Autos, man kommt da halt hin und parkt da dann in Tiefgaragen und das klappt offenbar in anderen Orten wunderbar. Und mir will nicht so richtig in den Kopf rein, warum das in Deutschland sehr viel schwieriger ist als in anderen europäischen Städten. Ich glaube, es liegt einfach daran, das Auto ist nochmal das deutschen liebstes Kind und da möchte ich auch gerne mit meinem Auto, mein Beispiel ist immer bei Maisland, vorfahren und da die Bettwäsche einkaufen. Das ist aber nicht der Weg, die Innenstadt zu retten. Also das Thema der autogerechten Innenstadt ist eine These der 70er Jahre und ich sage das an dieser Stelle auch immer sehr deutlich, diese These ist vollkommen überholt und wird auch von keinen Fachleuten mehr vertreten. Und wenn man sich Innenstädte anguckt, die funktionieren, und dann komme ich halt auf Lissabon, aber auch auf die klassischen Innenstädte in der Toskana, Siena wird immer gerne zitiert, die funktionieren alle wunderbar, ohne dass auf diesen wunderschönen großen Plätzen Hunderte von Autos parken. Die sieht man dort nicht. Und trotzdem kommen die Menschen aus dem Urlaub wieder und sagen, wow, das war aber eine tolle Innenstadt. Und da kommt man mit dem Auto gar nicht hin. So, und jetzt ist die Frage, kann man das auf Deutschland übertragen? Gerade in Kiel haben wir ja gerade nicht so richtig witziges Wetter. Und da zitiere ich dann immer sozusagen meinen Lieblingsarchitekten Jan Gehl, der das wahnsinnig tolle Buch Städte für Menschen geschrieben hat. Und der hatte die geniale Idee, ich übertrage das Modell dieser wunderschönen Städte Südeuropas
auf Skandinavien. Und der hat vor 30, 40 Jahren angefangen, Kopenhagen und Aarhus zu den Städten mit funktionierenden Innenstädten zu machen, die es jetzt sind. Und da ist der Maßstab der Mensch, der Fußgänger, vielleicht auch der Radfahrer und nicht der Autofahrer. Und wenn wir nach Aarhus fahren, dann kann ich immer nur zu einladen, auch nach Kopenhagen, denn funktionieren diese Innenstädte hervorragend, ohne dass ich mit dem Auto auf dem zentralen Platz dort parken kann. Ein bisschen muss ich mal Wasser in den Wein gießen, weil dieses mit Siena, ich kenne die Stadt nun auch relativ gut, da sind aber im Wesentlichen Urlauber. Und wenn du tatsächlich mal die Leute siehst, die da arbeiten müssen und die da einkaufen wollen, dann ist das schon auch was anderes. Und dann ist es in der Tat mühsam, weil die Parkhäuser sind wirklich sehr weit außerhalb. Wenn man Tourist ist, so wie ihr jetzt in Lissabon, ist das doch eine ganz andere Welt. Denn da hast du Spaß dran, gehst bei schönem Wetter durch so eine wunderschöne Stadt und trinkst zwischendurch noch einen Cappuccino oder was auch immer und genießt den Tag. Aber wenn du arbeiten musst und dann, wie eben viele, dann abends nochmal schnell einkaufen musst, dann ist das natürlich eine ganz andere Situation. Und trotzdem glaube ich auch, dass wir dahin kommen werden, dass es nicht mehr so einfach ist, mit den Autos in die Städte zu kommen. Aber völlig raushalten, glaube ich, werden wir die Autos nicht. Und man muss das denn eben intelligent mal machen. Und da gibt es ja tolle Konzepte. Und ich kenne das nun nicht, das Buch, was du hier zitierst, aber ich weiß ja auch, dass es Städte gibt, die machen das gut und die machen das vor allen Dingen auch alltagstauglich. Weil, wie gesagt, man muss eben auch sehen, wenn, ich mache jetzt mal ganz plakativ, die gestresste Mutter abends um 5:30 los will und sagt, ach du dickes Elend, ich muss noch das und das und das alles einkaufen. Dann muss sie das irgendwie auf die Reihe kriegen. Und dann muss eben entweder irgendwo ein Parkplatz außerhalb der Stadt sein, wo man wirklich einen guten Shuttle in die Stadt rein hat und auch zu den Geschäften, wo man dann hin muss. Natürlich kann man auch mal ein Stück zu Fuß gehen, das schadet ja nicht. Aber diese Idee, dass man die Autos komplett raushält aus den Städten, glaube ich zumindest in den nächsten Jahren, die ich vielleicht noch erleben werde, wird das nichts. Also ich sehe auch gar keinen Widerspruch, weil... Dann hast du mir nicht zugehört, Angelika. Ich habe gesagt, darüber streiten wir ja immer über das Thema, das ist ja auch in Ordnung, macht ja dann auch Spaß, bringt dann ja auch ein bisschen Engagement in die Diskussion. Man kommt ja auch in diese Innenstädte, die ich gerade beschrieben habe. Siena ist natürlich ein bisschen schwierig, weil die Stadt tatsächlich sehr verwinkelt ist. Aber in andere Städte, und ich habe ja gerade diese Beispiele aus Skandinavien auch zitiert, man kommt ja gerade bei dem Beispiel Aarhus perfekt mit dem Auto in die Innenstadt und kann da am Dock 1 parken. Und dann macht sogar das Parken Spaß, weil die eine automatische Tiefgarage haben. Also das ist die Leute, also die Touristen nutzen das natürlich, aber auch die Einheimischen, weil sogar das Parken da ein Happening ist. Und wenn ich dann von dieser Tiefgarage aus einen funktionierenden, also wohlgemerkt einen funktionierenden, hochwertigen ÖPNV habe, dann macht es auch Spaß, von da aus dann andere Ziele in der Stadt zu erreichen. Das haben wir natürlich in vielen Städten Deutschlands nicht. Und die Frage ist ja, warum funktionieren die Innenstädte in Skandinavien besser als unsere? Und wenn das Konzept von diesem Architekten offenbar da funktioniert und bei uns die Innenstädte da niederliegen, dann scheinen ja die Skandinavier irgendwas richtiger zu machen als wir. Dass die jetzt den goldenen Weg erfunden haben, würde ich auch nicht sagen. Aber ich glaube tatsächlich, dass man da sich vieles abgucken kann. Ganz genau. Betriebsausflug machen. Also vielleicht an dieser Stelle, das, was ich immer gerne betone, wenn wir über Schleswig-Holstein reden, dann reden wir natürlich also einmal vom UNESCO-Weltkulturerbe Lübeck auf der einen Seite bis hin zum Flächendenkmal Friedrichstadt. Auf der anderen Seite reden wir aber eben auch über kleinere Unterzentren an der Nordseeküste, Marne, Meldorf, Wesselburen oder Bredstedt. Und da werden wir sicherlich unterschiedliche Lösungen jeweils haben. Und da wird auch immer noch der Freiraum und der Platz sein, auch mit dem Auto in die Stadt zu kommen. Und wenn ich mich an meine eigene Jugend erinnere, ich bin in Bad Oldesloe aufgewachsen und wenn ich so nach Lübeck geguckt habe, damals hatten wir die autofreie Innenstadt in Lübeck, in meiner Jugend sozusagen, das hat sich auch wieder gewandelt. Das heißt, ich glaube, es suchen noch alle nach dem richtigen Weg, aber der Vergleich, also ich finde den Vergleich mit Skandinavien immer super und habe ja auch schon gesagt, wir sind da auch im ständigen und regen Austausch. Aber wenn ich sehe, was in Göteborg investiert wird, in Tunnelprojekte, wenn ich sehe, was in Oslo in Tunnelprojekte investiert wird,
Ich fürchte, diese Investition, ich wüsste nicht, also ich gucke mal so. ich glaube nicht, dass die kommunal zu stemmen sind. Und sie werden auch in den Ländern nicht kommunal gestemmt. Aber man mag ja vielleicht mal den Bundesverkehrsminister stellen, dann werden die auch vielleicht die Mittel in Schleswig-Holstein ankommen für sowas. Also die Finanzfrage wollte ich nicht stellen, weil wir die auch nicht beantworten können. Und in Anbetracht der Zeit ist es ja bei uns ganz üblich so, dass wir auch noch mal unsere Gäste zu Wort kommen lassen. Nicht mit einem Co-Referat, aber mit einer kurzen, knackigen Frage. Und bevor wir das machen, möchte ich einmal noch Sie in Aktion bringen und Sie fragen, Sie haben ja Ihre Schilder. Ich erkenne, Sie können gerne mitstimmen. Ich erkenne einen klaren Weg in der Kommunal- und Landespolitik, den Innenstädten zu einem Comeback zu verhelfen. Das ist ganz interessant, weil die hier vorne sitzen sagen ja. Genau. Und die hinteren Reihen sind eher bei nein. Ja, Herr Zittmann, das ist verboten, das habe ich von Anfang an gesagt. Zweite Frage. Wir brauchen mehr Orientierung und Kreativität, auch vielleicht mehr Mut zur Weiterentwicklung unserer Innenstädte. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Letzte Frage. Nach Corona brauche ich keine Innenstadt mehr. Keine Innenstadt mehr, ja, ja, ja. Ja, jetzt, ja, ich, ja, das ist die letzte Frage. Brauche ich nach Corona keine Innenstadt mehr, ja oder nein? Genau. Ja, wenn wir noch eine brauchen, richtig. Sie haben recht, genau. Ja, genau. Spannendes. So ist das manchmal in der politischen Bildung. Aber damit Sie auch etwas mitnehmen, haben wir jetzt noch die Möglichkeit in der Abschlussrunde, bevor Sie dann auch Fragen stellen können und auch die Ergebnisse der Umfrage hier nochmal hinterfragen können. Drei Sätze, die Sie und ihr ganz kurz beantworten mögt. Der eine Satz lautet, wir brauchen keinen oder einen Marktplatz um, Herr Zittmann. Wir brauchen einen Marktplatz, selbstverständlich. Um alle Funktionen miteinander zu verbinden und zu vernetzen, einen sozialen Treffpunkt zu haben, an dem sich die Menschen treffen, an dem sie ihre Meinung tatsächlich kundtun können, was wir dort haben, aber wo man auch unverpackt tatsächlich einkaufen kann, wie auf dem Wochenmarkt. Und natürlich, wo wir gastronomische Angebote haben, wo man sich gerne aufhält mit Aufenthaltsqualität und so weiter. Also wir brauchen einen Marktplatz. Alexander, unsere Innenstädte gestalten sich durch ... zu Orten des? Durch schöne öffentliche Räume zu Orten? Zu Orten des Treffens von Menschen, um Menschen zu treffen. Sehr schön. Sabine, die Abschlussfrage. Eine moderne Innenstadt zeichnet sich aus durch? Vielfalt. Super. Nein, das ist für mich ein Satz. Sehr schön. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, jetzt haben Sie noch Gelegenheit, an das Podium ein, zwei Fragen zu stellen. Fühlen Sie sich da gerne eingeladen? Wir hatten das Thema Einzelhandel, wir hatten das Thema Klimaschutz, haben wir nicht ganz in Hülle und Fülle diskutiert, aber so viel Zeit war dann auch nicht mehr und Mobilität. Frau Volkwarz. Darf ich auch drei Sätze sagen? Na gut, weil Sie sind. Also, ich bin der Meinung, eine Innenstadt braucht sowohl eine Bevölkerung, die dort spazieren geht, die einkauft, aber die auch die Möglichkeit haben muss, Dankeschön, die auch die Möglichkeit haben muss, mit dem Auto dorthin zu kommen. Und es geht ja gar nicht darum, dass wir nicht ausreichend Parkhäuser haben, sondern wenn die Straßen alle durch Baustellen systematisch versperrt sind in einer Stadt und man gar nicht mehr zu den Parkhäusern kommt, dann geht man eben an den Rand zur City. Und City ist das beste Beispiel, wie gern Menschen einkaufen. Proppenvoll in den kleinen Einzelhandelsgeschäften insgesamt. Und ich bin eine Befürworterin des Einkaufens in der Innenstadt, natürlich mit Gastronomie und. Holtenauer Straße ist für mich ein wunderbares Beispiel. Da lebe ich gern. Ich gehe aber auch ganz bewusst
in die Innenstadt, um den Einzelhandel zu unterstützen, auch meinetwegen eine Kette. Da werden ja auch Arbeitsplätze geschaffen. Und ich bin dagegen, dass man den Autofahrer systematisch verteufelt. Wir müssen alle zusammen leben. Genau. Wir reichen das Mikrofon, denke ich mal, immer rum. Weitere Anmerkungen oder Fragen? Thema Mobilität. Sehen Sie das auch so? Sind Sie komplett dagegen? Was wünschen Sie sich in der Innenstadt? Mehr oder weniger von X oder Y? Bitte schön. Mein Name ist Christian Schmieder, Bund der Deutschen Architekten hier in Schleswig-Holstein. Ich habe mal eine Frage. Wir hatten ja dieses Thema Nutzungsmischung der Stadt angesprochen, dass in den Städten auch möglichst heterogene und unterschiedliche Nutzungen stattfinden müssen. Das ist aus meiner Sicht auch erforderlich. Also neben Wohnen, dass wir auch wieder zu einem Gewerbe in den Städten kommen. Und da wurde ja schon angesprochen, da gibt es ja viele widerstrebende Vorschriften und Interessen, die solche Themen auch, sage ich mal, oft zunichte machen. Und meine Frage wäre da, besteht da von Seiten der Landesregierung vielleicht die Bestrebung, eine gemeinsame Koordinierungsstelle Bau auch einzurichten, in denen solche Themen auch verhandelt werden können? Also im Sinne eines Bauministeriums, so wie das im Bund organisiert wird. Das haben wir nicht jetzt tatsächlich auf dem Zettel, so ganz in unmittelbarer Nähe, das will ich ganz offen sagen. Im Innenministerium ist ja auch das Bauministerium sozusagen angegliedert, aber wir haben jetzt nicht eine gemeinsame Stelle, wenn ich Sie richtig verstanden habe, so zwischen Kommune und Land, dass so Dinge auch da vielleicht geändert werden können. Aber ich kann immer ein Beispiel sagen, weil das ja auch, ich meine, Sie werden das wissen als Fachmann, aber Alexander und ich waren auch mal in einer Diskussion, wo ein großer Einzelhändler aus Kiel, dessen Namen schon genannt worden ist, auch sein Geschäftshaus umgebaut hat und entgegen weitläufiger Mutmaßung ist es bei ihm so gewesen, dass er gesagt hat, es ging eigentlich einigermaßen einfach. Er hat nämlich ins Obergeschoss kleine Wohnungen eingebaut, weil er einfach auch gesagt hat, das Geschäft brauche ich jetzt nicht mehr mit der Größenordnung, und hat dann sogar, Alexander, für Studenten, also auf jeden Fall kleinere Wohnungen eingebaut im Obergeschoss und hat gesagt, das war gar nicht so schwierig, dass man da eine Nutzungsänderung herbeiführt. Aber ich habe nicht ganz verstanden, ob Ihr Beitrag auch in die Richtung ging, brauchen wir ein eigenes Bauministerium in Schleswig-Holstein wie im Bund. Da würde ich sagen, vielleicht nicht ganz alleine. Bauen hat einen ganz, ganz wichtigen Stand, auch bei uns in Schleswig-Holstein. Aber wenn wir jetzt sagen würden, wir haben in Anführungsstrichen nur Bauen, wenn Sie sehen, dass wir im Moment 7 Ministerien haben hier in Schleswig-Holstein, dann wäre das, glaube ich, ein bisschen viel. Aber man könnte durchaus ja überlegen, ob es Punkte gibt, die irgendwie verwandt sind. Ne? Also Bauen und Verkehr könnte ich mir vorstellen. Also jetzt nur einfach mal so ins Unreine gesprochen. Also das würde ich nicht völlig ausschließen. Und da warten wir mal ab, was nach der Wahl so passiert. Frau Lentsch, hatten Sie sich noch gemeldet? Genau, einmal kennen. Ja, auffallend ist, und das aus meiner Sicht nicht nur in Kiel, dass die Pandemie zu einer Zunahme der Verelendung von leerstehenden Innenstädten geführt hat. Das insbesondere auch, weil die Pandemie ja ein soziales Care-Aus hat stattfinden lassen. Ich sehe tatsächlich es als zwingend erforderlich, in der Stadt- und Raumplanung von Anbeginn trägerübergreifende Sozialarbeit zu integrieren, weil dieses Ping-Pong-Spiel zwischen Dasein und Verdrängen, Zurückkommen und abermals Verdrängen, halte ich für menschenunwürdig. Vielen Dank. Genau, der Herr Jaffon hatte noch eine Frage. Mein Name ist Harald Krüger, ich bin Architekt hier in Kiel. Christian, ich finde deinen Gedanken eigentlich ganz okay und würde ihn auch gerne mal weitergeben, weil wir kriegen ja auch die neue Landesbauordnung, da steht auch wieder viel drin. Und wir haben eine alte Landesbauordnung, da stand auch sehr viel drin. Und ich denke, es scheitert ganz oft
dass Prozesse hier nicht richtig moderiert werden. Und da möchte ich gerne auch die Anregung nochmal auch ans Land geben, wenn die neue Landesbauordnung kommt, dass die, auch diese Maßgaben dort moderiert werden, wie vielleicht auch Ermessensspielräume auch genutzt werden können. Weil wir haben gerade so hier in Kommunen, gerade in Kiel, haben wir eine ganz, ganz starke eher so Verhinderungsstrategie, weil Fristen nicht eingehalten werden können und viel zu tun ist. Wir haben ja Bremerskamp, das Unigelände und dann irgendwann kommt das MFG 5. Wir sind ziemlich überlastet. Also ich glaube, es braucht moderierter Prozesse. Das hat auch Rainer Nagelmann gesagt von der Bundesstiftung Baukultur, dass wir die richtigen Personenkonstellationen dazu auch dann finden müssen. Und das hat nämlich Jan Gehl gemacht in Kopenhagen und so ist Kopenhagen eigentlich auch das geworden, was es ist, weil die richtigen Personenkonstellationen dort sich gefunden haben und das sich dann auf den Weg gemacht wurde. Und diese Prozesse, die müssen irgendwie, ich habe mal gesagt, therapeutisch begleitet werden, aber gut moderiert werden, damit da mal was in Gang kommt. Ja, vielen Dank für die beiden Anregungen oder auch für alle Anregungen. Und eigentlich ist das auch ein Punkt unseres Innenstadtprogramms. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass wir so eine Art Moderator da auch unterstützend wollen. Natürlich ist das für Kiel einer zu wenig. Das ist mir völlig klar, dass wenn man so eine große Kommune hat, dass das nicht reicht. Aber in den kleineren Städten, denke ich, wäre das schon ganz sinnvoll, wenn die Kommunen das dann auch nutzen würden. Ich habe heute zum Beispiel gerade von einem eurer Kollegen gehört, der ist auf mich zugekommen und hat gesagt, in den kleineren Kommunen ist es jetzt ganz oft so, dass die Kommunen nicht den Mut haben zu sagen, wisst ihr was, wir machen eine Innenraumverdichtung, wir wollen ja in den kleineren, überall wollen wir ja den, um Flächen zu sparen, das haben wir nun heute gar nicht besprochen, ist aber auch ein Riesenthema, aber um eben nicht noch mehr Fläche zu verbrauchen, wollen wir eben auch die Innenräume verdichten. Und dann wird immer gesagt, und das gilt jetzt nicht für Kiel und für die großen Städte, sondern für kleinere Kommunen, ja, da müsst ihr erstmal einen Bebauungsplan drüberlegen. Wenn zum Beispiel, eine größere Bäckerei oder ein Schlachter oder irgendwas aufgibt und das werden dann 4, 5 Bauplätze, dass es dann heißt, da müsst ihr einen Bauplan drauflegen. Und dass man da nicht den Mut hat, in der Kommune zu sagen, ja, das können wir auch anders lösen. Das sind so Dinge, wo man auch Begleitung braucht. Und ich bin eine große Befürworterin, dass man den Kommunen wirklich den Freiraum lässt und dass sie auch ihrer Verantwortung nachkommen sollen. Das habe ich ja auch zu Anfang gesagt. Ich war selber lange Kommunalpolitikerin, Bürgermeisterin meiner kleinen Heimatgemeinde von 1200 Einwohnern und habe mich, wer weiß wie, über die Kieler geärgert. Sowas nennt man einen Perspektivwechsel. Jetzt stehe ich da selber und kann so oft die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister verstehen, wenn die sagen, und alles wollt ihr uns vorschreiben und Landesplanung und wie furchtbar. Aber das ist manchmal im Leben so. Aber ich finde eben, da müssen dann auch die Möglichkeiten genutzt werden, dass dann die Kommunen auch sagen, so komm, das machen wir denn mal ohne B-Plan. Und das ist einfach viel zu aufwendig, dauert zu lange, ist zu teuer und. Also insofern dieses, was Sie angeregt haben, Moderation, das ist schon einer der Grundgedanken. Natürlich können wir das nicht in dem Ausmaß machen, dass man so Städte komplett anders entwickelt. Das läuft nicht, das kriegen wir nicht hin. Aber so der Ansatz ist schon da. Ich möchte noch mal einen Aspekt aufgreifen. Was brauchen wir eigentlich in den Kommunen, damit die Innenstädte attraktiver werden? Das hatten Sie vorhin angerissen, das ist aber gar nicht weiter vertieft worden, was mich überrascht hat. Wir brauchen auch richtig viel Geld für. Also das merke ich, dass das natürlich Politiker auch immer scheuen zu sagen, attraktiver öffentlicher Raum und attraktive öffentliche Infrastruktur, also zum Beispiel ich baue mal eine neue Schule irgendwo hin oder wie in Aarhus eine ganz beeindruckende architektonisch sensationelle Bibliothek mit anderen kommunalen Funktionen, das kostet natürlich richtig Geld. Also es wurde ja immer gesagt, ja der Holstenfleet, Angelika Volkwarz, der hat ja 20 Millionen gekostet, da hätte man ja alles andere Schöne in Kiel für machen können. Und das ist ja ehrlicherweise nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Also der Holstenfleet ist ja nur ein Bruchteil der Kieler Innenstadt. Da kann man sich ja vorstellen, wenn man jetzt diesen kleinen Teil der Kieler Innenstadt wieder attraktiv gemacht hat, was kostet es dann, wenn wir die ganzen anderen Plätze attraktiv machen, wenn wir die Holstenstraße attraktiv machen, wenn wir vielleicht sagen, statt des bisherigen Schlossgebäudes, jetzt mal bewusst in Anführungszeichen, wollen wir da vielleicht auch kommunales Veranstaltungszentrum draus machen, was ein bisschen Strahlkraft hat. Das kostet Hunderte von Millionen. Und dann müssen wir uns miteinander ehrlich machen, ob uns das die Innenstädte auch wert sind.
Also die Frage muss, glaube ich, offen diskutiert werden. Es wurde ja vielfach, wenn wir jetzt in den Süden gucken, nach Hamburg, gesagt, Elbphilharmonie, ihr seid alle nicht ganz dicht, so viel Geld dafür auszugeben. Jetzt sind alle begeistert und wollen alle hin und die sehen und da Konzerte besuchen, sind völlig begeistert und sagen, toll, was Hamburg da auf den Weg gebracht hat. Aber hätte jemand, ich glaube damals war Ulle von Beuys Bürgermeister, hätte der gesagt, ja, der Spaß kostet eine Milliarde, wäre für verrückt erklärt worden und mit Sicherheit hätte er das Projekt nicht nach vorne bringen können. Also da müssen wir wirklich uns, glaube ich, auch ehrlich machen, dass wir auch die entsprechenden Finanzmittel bereitstellen, um sowas auf den Weg zu bringen, weil sonst können wir hier ganz viel über Innenstadt diskutieren, wenn wer auch immer das Geld nicht bereitstellt, dann wird das nichts werden. Genau, kurze Antwort noch, Herr Zittmann. Ich will mal ganz kurz einhaken. Tatsächlich, die Elbphilharmonie ist ein wunderbares Beispiel für den Konflikt, den man da so hat. Ich habe immer mal lästerlich gesagt, mit den Baukosten der Elbphilharmonie hätte man den Sanierungsstau in den schleswig-holsteinischen Schulen auflösen können. So, und dann kann man sich nämlich die Frage stellen, also so wenn man immer so bei letzten Landtagswahl die erste Frage, die im Kandidatenduell den Ministerpräsidentenkandidaten gestellt wurde, warum regnet das in meiner Turnhalle immer noch durch, sozusagen. Ne? So, das ist nämlich genau die Fragestellung, die man dann hat. Und wir reden hier über eine rein freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe. Wenn ich über ein Stadtmarketing rede, über einen City Manager, dann sind das alles freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben und wir haben, wenn wir in die kommunalen Haushalte gucken, eben auch durch Weisungs- und Pflichtaufgaben das Geld gebunden. Da kommt zuerst die Kita, dann kommt die Schule, das sind alles pflichtige Aufgaben. Dann kommt noch eine ganze Menge wenn ich so an OZG-Umsetzung und so etwas denke, all das sind die Aufgaben, die wir pflichtig zu erledigen haben. Und am Ende kommt dann tatsächlich die Frage der freiwilligen Leistung und dafür bedarf es, und deswegen nochmal mein Appell für die Verstetigung der Förderung auch an der Stelle, dafür bedarf es immer so ein bisschen die helfende Hand auch nochmal. Sie wissen ja auch, Herr Zittmann, was mit der helfenden Hand dann immer passiert. Ne? Die helfende Hand will dann auch immer Einfluss haben und dann ist es immer wieder ganz schnell vorbei. Also insofern, ich habe ja zu Anfang ein klares Statement gegeben dazu und ich glaube, die Kommunen, da kann man ja drüber reden, ob genug finanzielle Ausstattung da ist. Das will ich ja gar nicht verhehlen. Wir haben da in vielen Punkten, sind wir da anderer Meinung. Aber dass man da grundsätzlich drüber reden muss und dass wir das aus der Verfassung, aus der schleswig-holsteinischen Landesverfassung verpflichtet sind, das hat unser ehemaliger Landrat immer wie so ein Mantra vor sich hergetragen. Das Land ist verpflichtet, für eine angemessene Ausstattung der Kommunen zu sorgen. Das werde ich nie vergessen, als ich Kreistagsabgeordnete war und er das immer wieder gesagt hat. Und da kann man sich natürlich über die Größenordnung unterhalten, aber trotzdem bleibe ich dabei, dass die Innenstädte eben eine ureigenste Aufgabe der Kommunen sind. Und da müssen wir eben gucken, wie weit die Kommunen tatsächlich nach dem, was sie alles gesagt haben, und das wissen wir ja, welche Pflichtaufgaben da vorhanden sind, dann dafür Mittel bereit haben. Weil ich habe das hier auch so vernommen, dass alle schon der Meinung sind, sterben lassen können wir die Innenstädte nicht einfach und sagen, so, das war's jetzt, brauchen wir nicht mehr. Also insofern muss was passieren. Wir sind da völlig beieinander. Die beste Förderung ist die vermiedene Förderung, nämlich dann, wenn die Finanzausstattung der Kommunen so ist, dass sie gar keine Förderung bedürfen. Das ist richtig. Und für Feinschmecker unter uns, wenn wir dann den Symmetriekoeffizienten 1 im kommunalen Finanzausgleich bei der Frage des substanziellen Ebenenvergleichs zwischen Kommunen und Land erreicht haben, das ist jetzt was für Feinschmecker tatsächlich. Genau, das liegt wirklich schwer im Magen, aber das ist das, womit wir uns im Hauptberuf beschäftigen, genau. Und dann sehe ich es schon ein kleines bisschen besser aus. Ja, spannende Fragen und Themen und Sie haben das ja gesehen, es gibt so viele Fragen und Ansprüche, die man an dieses Thema stellen kann. Wir können das nicht in 90 Minuten beantworten, das war auch nie der Anspruch, aber die Zeit ist leider vorbei. Die Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmer werden auch bestimmt noch etwas bei uns verweilen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit, für Ihr Kommen hier zu uns in die Hermann-Ehlers-Akademie. Auch vielen Dank an dich, liebe Sabine, Alexander und Herr Zittmann für das Kommen und für die Zeit, für die Beantwortung der Fragen und auch an Sie für das Mitmachen, für das Interaktive bei uns. Bleiben Sie gerne noch bei uns, nehmen Sie ein Getränk ein, Sie stehen zur Verfügung. Bleiben Sie gesund und einen schönen Abend. Vielen Dank.